Und da sind wir wieder im Transferfenster bei uns bei FIFA 2016. Büro, E-Mail-Fach ist wieder voll bis zum Anschlag. Achso, Abschlussbericht, ja. Achso, Abschluss, ja, 69, klar. Gut. Aus Deutschland, Nationaltrainer, bla. Könnt ihr euch lesen. Fenerbahce 12 Millionen. Ja. Die wollen 16. Ihr könnt mich sonst wo weg. Tschüss, mir egal. Du wirst eh nicht spielen. Valencia inakzeptabel. Okay, Alcázar können wir knicken. Yay! Da haben wir doch. Erste Verpflichtung. Also mehr oder weniger Pflicht. So, Gegenangebot. LOL. Ha. So. Gegenangebot. Achso, er möchte 10.000 haben, anstatt 8.000 oder 7.000. Ja gut. Warte mal, wie war das? 4 Jahre 10.000. Ja komm. Geben wir dir. Ich würde mal sagen, dann holen wir uns Diego. Wovon träumt er? Guck mal da oben und guck mal, was er verdient. Hat der irgendwelche Sachen geraucht? Alter Schwede. Aber ganz ehrlich. Der ist mir wert. Luke Shop, ja. 8 Millionen. Oder? Oder warte mal. Vielleicht haben wir einen Spieler wieder. Und 5. Ja. Wäre Santana schon mal weg. Wir hätten da einen Spieler für bekommen. Oha. Was ist mein Gott. Für Sascha Dumm. Ah, Saison. Ah, ne. 2 Jahresleihe. Okay, tschüss. Transferangebot. Wird inakzeptabel. Okay, die sind nicht interessiert an Boateng. Ich hätte ihn aber schon gerne, wie gesagt. Seid ihr interessiert an Naruto? Und 15 Millionen? Inakzeptabel. 19 Millionen Stocker. Träumen wir weiter, ey, ganz ehrlich. Erstmal herzlich willkommen. Nice. Erstmal Diego geholt. Und dann noch unseren Marcos. Marcos. So, dalle. Erstmal zwei Verpflichtungen verkauft. Akzeptiert. Nice. So, dann haben wir ja zum Glück doch noch etwas gefunden, was gefährlich wird hier auf dem Feld. So, und den setzen wir auch direkt mit da vorne rein. Erstmal setzen wir Höyberg dahin. So. Ich bin mir da gerade gar nicht so sicher. Also, ZOM bleibt da. Das ist alles okay. Weil der hat astreine Werte. Du weißt ja eh, ne? Ah, ja.
Freistoßpräzise 85, da hätten wir schon zwei Freistoßmonster hier. Gleiche Wertung, 79 durchschnittlich, als auch ziemlich hoch, was wir hier haben. Ja, kann man mitarbeiten. Dann haben wir Ødegaard. Gefällt mir. Ja. Finde ich gut. Dann haben wir ja so langsam mal hier was zustande gekriegt. Okay, noch geht's nicht. Heute kein Training wegen Spieltag, okay. Na gut, dann können wir morgen direkt wieder trainieren. Ja. Gut, das war eine kleine Transferphase eigentlich letztendlich nur. Transferphase ist aber Transferphase. Bis zum nächsten Mal mit dem Spiel gegen Villarreal. Tschüss.